Herzlich willkommen zur weiteren Folge von Frasch. Wir pflanzen gerade die erste Auswahl Nummer 4 aus, eine Mission. Zwei Maschinen im Verband. Mit je zwei Vorgewände und dann den Rest hoch und runter. Mal schauen, in 15 sind die fertig. Ich denke mal ein bisschen früher, ist ja eine Mission, da ist ja nicht alles notwendig. Wir geben wieder bei der Arbeit vom Holz und werden ein paar Bäume fällen, damit wir ein bisschen ja, für unseren Sägewerk Paletten herstellen können. Muss ja sein. Ich will ein bisschen vorankommen, ich überlege mir, ob ich eine Fahrfolge doppelt mache. Also am Tag zwei Folgen. Nicht jeden Tag, aber vielleicht Wochenende zwei. Oder hinter zwei. Mal schauen, ob ich das schaffe. Damit wir ein bisschen vorankommen. Auf der Karte. Noch ein Winterleben hier. Mehrfach. Aber mal schauen, wie voll wird schaffen. Wenn die Folgen nicht so lang sind, dann geht's. So ein paar Minuten ist das Maximum. Ideal wenn 18. Dann kommt man da ganz gut hin. Aber mal schauen. Ja, diese kurzen Dinger sind nicht schön, aber ja, sind halt da, ne? Brauchen wir. Wenn man da welche einpflanzen, Bäume neue, dann ist ein bisschen. Die werden halt länger, ne? Die werden größer, die wachsen aus. Und die wachsen leider nicht mehr. Ist halt so, ne? Aber überall so. Bäume, die gesetzt werden, Anfang an, die wachsen halt nicht mehr. Hätte ja auch große Bäume nehmen können, ne? Hätte sich besser rentiert. Aber soweit ich weiß, ist das so, dass Bäume im Verkauf mehr einbringen, als es die Fläche kostet. Also von daher hat man keine Nachteile. Mal sehen, wenn die Fläche dann fertig ist, dann gehen wir auf 15 hoch, auf Geschwindigkeit. Weil ich möchte nachher ganz gerne einen weiteren Tag vorankommen, dass wir ein paar Dinge machen können, wie Düngen zum Beispiel. Feld 13 muss noch gedüngt werden. Diese muss noch gedüngt werden. Und vielleicht gibt es ein paar Missionen dafür, die dann auch noch düngen können. Also im Prinzip Geld verdienen können, dass wir im Prinzip uns Flächen noch zukaufen können. Wir müssen noch Flächen kaufen. Weil unsere Produktion, die wird nicht reichen. Auf Dauer. Alle möglichen Portionen, die es gibt, auszulasten, also entsprechend was wir haben wollen, ist die Brauerei, die Pelletsfabrik, um nur zwei zu nennen, dann wäre Dünger, Saatgut, gut überlegen, Pflanzenschutz wäre noch eine Option, sobald wir Stroh haben, werden wir auch entsprechend
unsere Tiere Stroh. Und wir können auch Stroh kaufen, so ist das nicht, also das ging auch. Ah, nun haben wir schon bald. Ja, die Ernte dauert ein bisschen, wir haben gerade Mitte Frühling. Also und das kriegen wir auch nicht raus. Man müsste ein paar Kühe kaufen normalerweise, aber heute sieht nicht so rosig aus. Dass wir 100 Kühe kommen. Minimum. Im Stall passt ja 500 Stück rein, ne? Könnte man ja ausheizen. Also ich möchte gerne nachher, wenn ich den Schlacht hochbauen kann, den gibt es ja schon, dass wir da genügend Jungtiere kriegen, die wir dann nach entsprechendem Wachstum und ja, Alter dann verkaufen können dann entsprechend, ne? Beziehungsweise liefern und dann entsprechend das Fleisch verkaufen. Die Musik ist ein bisschen leise, ne? Kann man die Maschine ein bisschen leiser machen? Traktoren? Ne. Fahrzeuge. Speichern. Zurück. Ja, jetzt ist es besser. Wollen nur so schreien, ne? Bin ja nicht taub. Naja, taub. Nee, den Lärm bei der Arbeit ist ja schon, also. Aber ich habe ja Gehörschutz. Also die bei den Stanzen, die haben ganz schön Bums, also da kommt ein schöner Krach raus. Aber da haben sie viel gemacht, da haben sie Maschinen mit, im Prinzip mit Lärmschutz, also im Prinzip, ja, was gebaut, was den Lärm ein bisschen zurückhält. Ich meine, das hält nicht alles zurück, aber das ermittelt den Schall doch schon ein bisschen besser, also gemacht haben sie was. Da kann man nicht meckern. In 5 Wochen beginnt der Weihnachtsurlaub. Yeah, Freude. Da plane ich nach Hause zu fahren. Das heißt, da werde ich 4 Tage nicht auf Kommentare antworten können. Außer ich will meinen Laptop mitnehmen. Das wäre eine Option. Weil mit dem Telefon kann ich Daumen hoch machen oder kommentieren. Ich hab's mal probiert im Sommer. Kein Erfolg. Klappt irgendwie nicht. Ich dachte, das funktioniert. Aber hat nicht. Ja, das sind richtige schöne Bäume. Sind die verkehrt rum? Erst von da oben? Da hier unten sein will, ne? Fällt mir immer so auf. Tannen haben wir eigentlich noch unten, aber sind da auch. Naja, gut. Ist nicht so tragisch. Gibt Schlimmeres. Das ist reine Optik. So wie die Windräder links, rechts gehen. Mir noch nie aufgefallen. Eine Frage, wie man die Dinge einstellt, ne? Bei der Produktion. Mit dem Elektromotor ist das egal, aber liegt rechts und rechts. Hauptsache, er dreht sich. Dann bringt er auch Strom. Sonst
Da steht halt kein Strom, ne? Wieder nur noch ein paar Leute, da ist ein Ding aktiviert. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist das ein spezieller Mod? Bist du eigentlich über Cosplay? Wer weiß. Also ich habe nichts gemacht. Ich weiß nicht, wie es geht. Einer fragt, wie machst du das, dass du keinen Lohn bezahlen musst? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe mir irgendwann heute gerade eine neue Cosplay-Version runtergeladen und installiert, also eingefügt am Mod-Ordner, ausgetauscht im alten, aber ich frag mich nicht, wie das funktioniert mit Null. Aber wir arbeiten ja schon eine Weile. Mir ist recht. So, Hauptsache, das bringt keine Abbrüche, also hat man sich ein bisschen eingestellt, ein bisschen verbessert oder so, versucht. Bin mal gespannt. Testaufnahmen waren soweit okay. Demnach braucht mehr Leistung von der Grafikkarte als das Spiel an sich. Ja. Aber gut, das ist nicht so tragisch, solange alles funktioniert. Und FPS passt auch mit 57, das geht. Musik ist leise. Also wir waren so vor, beim letzten Mal so zu laut gewesen ist. Also gut. Hoffe, das passt. Jetzt kann er sich beschweren, ne? Ist aber auch eine Musik, die teilweise unterschiedlich ist. Ist dann halt so, ne? Aber die Bäume, die erste gehen nach oben. Der Tann geht nochmal nach unten. Naja, gut. Die Bäume gefallen mir. Die haben Masse, nicht zu kurz, das passt. Dann können wir gleich wieder ein paar vom See wegfahren. Und die Zeit rast, ich weiß auch nicht. So, da steht der Wald. Ah, da ist auch ein kleiner. Den nehmen wir gleich mit. Und du bist auch weg. Ups, Beule. Dann fahren wir gleich mal nächstes Wald rein. Nächsten Abschnitt, sagen wir so. LKW hier. Ups. Ausmachen. Treibstoff sparen.
Laufen. Hürdenlauf. So, schauen wir. Aufladen, Junge, aufladen. Der will nicht. Denn beim nächsten Mal. Ah. Mal B drücken. Also gut, dass es sowas gibt wie Autolot. Noch ein paar Bäumchen. Hass, hass, hass. Jetzt gehen wir hinten rauf. Umgesprungen. Hab doch gar nicht gemacht. Diese Maus ist gefährlich. Und zwar, wenn ich aufs Spiel rausgehe. So. Nummeropad mit Punkt. Nummeropad mit Punkt. Vorne aufladen wieder schön, ja. Liegt ja ein paar ungünstig. Ah, weg ist er. Hey. Ja, hinten verlieren wir, das ist gut. Das passt. Dann müssten wir den Herbaster auf 6 Meter einstellen. Aber. Oder auf 12. Komm, eine haben wir noch. Jetzt müssen wir aufpassen wegen Umkippen. Da kann ich ein Lied von singen von der Thüringenkarte, da wurde ich umgefallen ohne Ende. So, machen wir die Innenperspektive und jetzt ein bisschen gemütlich zum Säge wegfahren. So, was sagt die Uhrzeit? Kurz vor 6. Die Blocking. Oh, oh, Blocking. Blocking, Blocking. Da muss ich mal gucken. Aufnahmezeit ist 18. Dann muss man ganz gucken bei Blocking. Warum die das Blocking machen? Da muss ich mal gucken. Oh. Das ist ja jetzt am Feld geschuldet, dass im Prinzip jetzt die beiden sich eingehackt haben. Ah, das müsste ja bald durch sein. Abgeschlossen. Na. Dann aber schnell deaktivieren.
So, das ist ein Zeichen. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und mir gewinkt. Ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Tschüss.